Wie viel haben wir davon noch da? Okay, da muss ich mal kurz im Computer schauen. Okay, das sieht gut aus. Hallo, herzlich willkommen in unserem Gewürzladen. Sie hatten sich angemeldet, richtig? Sie waren speziell an indischen Gewürzen interessiert. Ich bin nämlich gerade dabei, die ein bisschen für Sie vorzubereiten bzw. zusammenzusortieren und habe dann auch gleich mal den Bestand gecheckt. Sie möchten Ihr Gewürz- und Küchensortiment ein bisschen aufstocken. Das kann ich gut nachvollziehen, denn irgendwann hat man alles übergegessen, man gewöhnt sich so schnell an Dinge und dann möchte man gerne immer etwas Neues wieder, so ist der Mensch. Ja, das ist sehr, sehr schön, dass Sie dann hierher gekommen sind. Ich möchte gerne Ihnen sowohl Einzelgewürze zeigen, da ich ja noch nicht ganz weiß, was sie bereits haben und was noch nicht. Und dann werde ich Ihnen auch Gewürzmischungen präsentieren, okay? Also unsere beliebten Gewürzmischungen natürlich und auch die, von denen ich mir vorstellen könnte, dass das für Sie sein könnte, okay? Super. Also, hier haben wir eine sozusagen Präsentationsschüssel. Eine Holzpräsentationsschüssel. Wir mögen das ganz gerne ein bisschen earthy, also ein bisschen, wie sagt man das in Deutsch? Ein bisschen, jetzt wollte ich schon sagen grounded, also ein bisschen naturverbunden. Die Verpackung ist zwar Plastik, aber recycelbar. Recycelbare Aromaschutzbeutel. Und hier drin habe ich erst einmal für Sie Einzelgewürze. Also das sind noch keine Gewürzmischungen. An der Zahl 5 Stück. Und ich werde sie Ihnen jetzt kurz präsentieren, okay? Hatten Sie denn einen schönen Tag bisher? Ja. Und geht es Ihnen auch soweit gut? Ja, Sie sind ein bisschen müde, ich verstehe. Ich konnte es auch in Ihren Augen sehen, dass Sie ein bisschen klein aussehen. Aber sie trotzdem stark sind, ihren Alltag durchziehen und sich dann und wann etwas Schönes gönnen wollen. Das kann ich gut verstehen. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl hier.
Und wir mögen es bei uns im Laden immer ganz gerne, den Alltagsstress etwas beiseite zu schieben für unsere Kunden und ein bisschen Entschleunigung in das harsche, hektische Alltagsleben von uns selbst und auch von unseren Kunden wieder hineinzubringen. Also etwas mehr Ruhe und auch etwas mehr Gelassenheit im Umgang mit unseren Kunden. Also Qualität statt Quantität. Ich würde sagen, wir beginnen mit einem sehr, mit einem sehr subtilen Gewürz. Also es ist nicht sehr stark, es ist ziemlich mild im Aroma, aber unverzichtbar in der indischen Küche. Das ist Koriander. Hier haben wir die Koriandersamen, wie Sie vielleicht wissen. Gibt es natürlich auch das Grüne, also die eigentliche Pflanze oben sozusagen, oberhalb der Erde, das Blattgrün. Das hat einen extrem intensiven Geschmack, lässt sich wunderbar frisch auf das Essen am Ende drauf streuen, je nachdem wie man es mag. Ein ganz weicher, subtiler, etwas erdig-muffiger Geruch, so wie es eben die indische Küche bevorzugt. Sehr erdige Geschmacksrichtungen wie Kurkuma, Gewürzmischungen, Curry, Kardamom, Kumin. Sehr angenehm, wie ich finde. Erinnert ein bisschen an Champignon-Geruch. Wie finden Sie das? Kennen Sie schon, ne? Ja, das dachte ich mir. Wenn Sie ein Liebhaber der indischen Küche sind, dann werden Sie wahrscheinlich an Koriander noch nicht vorbeigekommen sein. Werden Sie an Koriander schon vorbeigekommen sein? Okay, dann lege ich das jetzt beiseite und wir gehen zum nächsten. Ja, das nächste ist dann, wie ich schon eben erwähnte, auch ein unverzichtbares Gewürz in der indischen Küche, Kurkuma, auch Gelbwurz genannt. Und das ist wirklich ein extrem herber, erdiger Geruch und Geschmack. Ein sehr wichtiger Bestandteil der Gewürzmischung Curry. Ein absolutes Wundergewürz für die menschliche Gesundheit. Sozusagen ein kleiner Jungbrunnen, den man sich auch sehr gut in ein Getränk hineinsträuseln kann. In einen Tee, Eistee, in eine Limonade oder einfach nur mit Zitrone in einem Glas Wasser. Hier für Sie natürlich auch eine kleine Geruchsprobe. Ja, das ist wirklich extrem erdig. Ja, das mögen Sie gerne. Ja, solche Gewürze sind sehr wertvoll, weil sie einen großen Anteil an Bitterstoffen enthalten, die wunderbar sind für die Galle und für die Leber zum Entgiften. Deswegen ist es sehr gut, wenn Sie auf so etwas immer mal zurückgreifen. Das würden Sie sich gerne beiseite legen lassen, weil Sie bisher immer nur Mischungen hatten, aber nicht das reine Gewürz. Okay, sehr gut, das packe ich dann auch gleich mal zur Seite. Als nächstes etwas ganz, ganz Besonderes im Geschmack.
Das ist Kreuzkümmel, Kumin. Und das ist eigentlich gar nicht wirklich beschreibbar, wenn ich ehrlich bin. Also es ist schon, man merkt, dass es Kümmel ist, aber ganz anders als unser deutscher oder europäischer Kümmel. Ganz, ganz anders. Ganz angenehme Note. Das ist Wahnsinn, ja. Das ist ganzer Kreuzkümmel, also ist nicht gemahlen, ist noch in seiner feinen Struktur beibehalten. Aber wenn man ihn kocht, ist er nicht irgendwie, dass er in den Zähnen hängt oder dass er irgendwie unangenehm schmeckt, sondern es gibt eher eine kleine Geschmacksexplosion, wenn man mal ihn drauf beißt. Also etwas sehr, sehr Angenehmes. Auch ein ganz wichtiger Teil von indischen Gewürzmischungen oder Curry-Gewürzmischungen. Das möchten Sie auch beiseite legen. Okay, super. Dann hätten wir die zwei. Nun kommen wir zum letzten. Ich habe gerade gesehen, dass ich eine, ja, dass es gar kein Einzelgewürz war, was noch mit in der Schale ist. Das war Curry. Das werde ich Ihnen natürlich auch sofort noch präsentieren. Aber das war es dann erstmal mit den Einzelgewürzen, okay? Ja. Das hier haben wir jetzt nur momentan umgefüllt, weil wir einfach so viel Vorrat hatten und wir es gerne für unsere Kunden portionierbar in ein Schraubglas präsentieren wollten, sodass wir dann mit unserem Löffelchen, wenn jemand Bedarf hat, hineingehen können und es separat in kleine Papiertütchen abfüllen können. Und das ist Kardamom. Wir Deutsche kennen es aus der Backküche, Kardamom, gerade was Weihnachtsgebäck angeht, so wie Anis, Sternanis, Nelke und eben auch Kardamom. Beispielsweise für Lebkuchen. Das ist wirklich ein extremer Geruch, ein ganz extremer Geruch. Also sehr speziell. Bitteschön. Hier sieht man das Pulver. Und hier riechen Sie es schon von Weitem, nicht wahr? Ganz extrem. Ein leicht seifiger Geruch. Und auch etwas Ätherisches, wie ein ätherisches Öl. Also ganz speziell, manche Sachen, die kann man einfach so schlecht beschreiben. Ein ganz, ganz fein gemahlener Kardamom, also in Pulverform. Inder machen gerne den Samen. Also diese kleinen Gewürzsamen machen sie gerne in den Reis hinein zum Kochen, sodass der Reis davon durchdrungen wird während des Kochprozesses und den Geschmack annimmt. Und wenn man es mag, kann man natürlich auch auf so einen Samen draufbeißen, aber das ist wirklich extrem in dem Moment. Nicht jedermanns Sache. Das war jetzt, ja, es war ein zu extrem. Das ist nicht ganz so, wie ich es verstehe. Dann belassen wir es dabei. Ja, und nun kommen wir dann auch schon zu den Gewürzmischungen. Da beginnt
beginnen wir mit dem einfachsten. Was heißt mit dem einfachsten? Aber mit dem bekanntesten. Das ist Curry. Leider haben wir gerade nur die milde Variante da. Es gibt ja verschiedene Abstufungen von Curry. Also es gibt ja auch sehr scharfe Curries, die dann viel Chili enthalten. Wir haben hier unser ganz, ganz mildes, eben auch wieder von Lebensbaum, einer wundervollen Biofirma. Und ich finde persönlich, das ist meine Lieblingsgewürzmischung von dieser Firma. Sie bietet, glaube ich, 3 verschiedene an. Und das war für uns oder beziehungsweise für mich, als wir die probiert haben, um zu schauen, welche wir ins Sortiment aufnehmen, war das mein persönlicher Favorit. Eine sehr, sehr ausgewogene Mischung. Also nichts, was zu stark in den Vordergrund tritt. Vielleicht ein bisschen Kurkuma, dieses erdig-muffige. Aber eine ganz, ganz tolle Mischung. Riechen Sie mal. Wundervoll. Ja. Und ich mag daran, dass man sich dann nach Belieben immer noch sein Essen nachwürzen kann. Also wenn man es schärfer mag, kann man das ja auf seinem Teller noch machen. Gerade wenn man mit mehreren Personen zusammensitzt und isst, ist es ganz schön, wenn gewisse Gewürze jedem selbst überlassen werden, wie er es mag. Das Pfeffrige, das Salzige. Natürlich sollte ein Essen immer eine Grundwürzung haben. Aber Menschen sind sehr unterschiedlich in ihren Bedürfnissen, in ihren Geschmäckern. Und es ist gut, wenn man selbst entscheidet, ob man es gerne sehr scharf mag, ob man es gerne etwas milder mag. Und hier haben wir jetzt, wie gesagt, verschiedene Gewürze enthalten. Wir haben an erster Stelle Kurkuma, dann Senf, Koriander, Bockshornklee, Kumin, Kümmel, Zwiebel, Pfeffer, Liebstöckel und an letzter Stelle, also am wenigsten vorhanden, Chili. Eine sehr angenehme Mischung. Das würden Sie auch gerne zur Seite gelegt haben. Super. Das machen wir doch glatt. So, und jetzt kommen wir zu den Gewürzmischungen, die eben auch natürlich für die indische Küche sind. Und vielleicht haben Sie von diesen schon einmal was gehört. Da haben wir einmal von der Firma Brecht, die sehr zu empfehlen ist, da es eben auch sehr hochwertige Gewürze sind, biologisch, haben wir eine Gewürzmischung, die nennt sich Garam Masala. Garam Masala. Garam Masala. Ich öffne mal die große Seite. Wir haben hier immer zwei verschiedene Öffnungen. Eine Seite, die kleine Löcher hat, sodass es feiner herausgestreut wird. Und die grobe Seite. Natürlich kann man das Ganze auch aufschrauben, wenn es alle ist. Und bei der Firma Brecht, in Reformhäusern beispielsweise oder direkt im Internet, kann man dann Nachfüllpäckchen bestellen, sodass man nicht jedes Mal die Glasflasche, das Glasbehältnis wegschmeißt. Ja, das ist ein sehr warmes, zimtiges Gewürz. Sehr warm, sehr angenehm, sehr weich im Geruch. Also ich finde, da kommt Nelke, vielleicht auch Anis und Zimt sehr zum Vorschein. Mal gucken, ob ich richtig liege, weil natürlich haben wir ein großes Sortiment und man kann sich nicht alles merken. Also Anis haben wir schon mal nicht drin.
Wir haben Koriander, Kumin, schwarzen Pfeffer, Muskatnuss, Zimt, Cassia, Kardamom und Nelken enthalten. Also eine ganz angenehme, schöne Mischung. So etwas kann man auch beispielsweise, wenn man sich selbst Falafeln macht, mit in den Kichererbsenteig untermischen. Das kommt auch immer sehr gut. Das Wein jetzt zu zimtig. Das ist vollkommen okay. Ich finde es sehr schön, dass Sie so ehrlich sind. Denn es bringt ja nichts, wenn Sie bei uns jetzt kaufen und zu Hause steht es rum. Also sagen Sie ruhig, was Ihnen zusagt und was nicht. Das ist sehr, sehr gut. Umso besser kann man für Sie auswählen, das Richtige, und auch beim nächsten Mal wissen, was Ihnen gefällt, um dann schon Vorauswahlen zu treffen. Hier haben wir ein ganz, ganz feines und edles Gewürz von der Firma Herbaria. Mit der Firma sind wir unheimlich zufrieden, wird auch sehr gut gekauft und das sind sehr großzügige Mengen, 100 Gramm, die anderen haben immer so um die 50 Gramm und es ist auch sehr ansprechend optisch, wie wir finden, und wir haben uns mit der Firma Herbaria auch mal, was das Ökologische angeht, zusammen in Verbindung gesetzt, wegen diesem Dosen, weil wir uns sorgten, dadurch, dass es leider von dieser Firma keine Nachfüllpackungen gibt und man somit die Dosen immer wieder neu kaufen muss, haben wir sie angeschrieben und gefragt, ob es Nachfüllpackungen geben wird in der Zukunft, und da wurde uns mitgeteilt, dass die Dosen aus Blech sind und wohl Blech eines der am besten recycelbaren Materialien oder Metalle ist, die es momentan gibt auf dem Markt. Ich glaube, zu 90% recycelbar. Und deshalb möchten sie keine Nachfüllplastikverpackungen auf den Markt bringen. Und selbst wenn es kleine Pappverpackungen sind, müssen diese wiederum aromadicht sein. Und dafür müssten sie dann auch wieder Plastik innen drin verwenden. Deshalb haben sie sich hierfür entschieden. Und dies ist auch ein sehr weiches, warmes, süßliches Gewürz. Ich versuche, den Deckel zu öffnen. Jetzt. Man kann es schon riechen. Sie haben es so ein bisschen auf Oldschool gemacht. Mit einem Deckelchen nochmal innen. Denn man kann die Dosen, ich habe kein zweites jetzt hier, man kann die Dosen übereinander stapeln. Und hier haben wir einen kleinen Holzknauf. Gucken, ob ich das so hinkriege. Ja, das geht ganz gut. Und das Schöne ist, oh, ist das göttlich. Hier kann man das erstmal sehen. Etwas gröber. Das ist toll, ne? Und das Schöne ist, diese Dosen haben, wie gesagt, innen drin keine Plastiktüte, in der das Gewürz noch einmal extra verpackt ist. Das Ganze ist einfach nur am Anfang mit einem Papiersiegel abgeklebt, denn innen drin ist es nicht verschlossen. Und das ist der Vorteil. Nein, ich glaube sogar, es ist innen drin verschlossen. Nein, ich glaube außen. Auf jeden Fall kann man als Kunde, auch wenn man bei uns jetzt nicht im Laden ist und diese Proben geöffnet bekommt, auch in anderen Läden, kann man einfach an den Dosen außen schon riechen, wie das Gewürz innen riecht, eben weil es nicht dieses extrem perfekte Eingeschweißte gibt. Und das finde ich ganz toll, denn auch so habe ich am Anfang
als ich auf diese Marke aufmerksam wurde, als Kunde selbst, so habe ich mich dann durchgetestet, durch die Gewürze, einfach meinem Geruchssinn vertraut. Und das ist eine wahnsinnig tolle Mischung. Es riecht ein bisschen pilzig, paprikaartig und knoblauchartig. Wäre nur schön, wenn auch Paprika drin wäre. Ach doch, doch. Ich dachte, was ist los mit meinem Geruchssinn? Wir haben Korinthen drin. Da muss ich immer an das Wort Korinthenkacker denken. Die Menschen, die besonders spitzfindig sind. Korinthen. Also Korinthen sind so etwas wie Rosinen. Steinsalz. Paprikaflocken. Zitronengranulat. In Klammern Zitronensaftkonzentrat und Maisstärke. Wir haben Zwiebeln, Knoblauch, Koriandersamen, Ingwer, Kreuzkümmel, schwarzer Pfeffer, Zimt, Arganöl und Cayennepfeffer. Arganöl ist ein sehr, sehr teures und besonderes Öl. Und all das aus kontrolliert biologischem Anbau, also wundervolle Mischung, die man so nicht überall findet. Und es ist schon optisch allein, finde ich, sehr ansprechend mit diesen wunderschönen Farben. Und es ist natürlich besser, wenn man mit einem kleinen Löffel hinein oder mit den Händen hineingreifen kann und das übers Essen drüber streut, als die Plastikpackungen, die man sich dann am besten vielleicht entweder umfüllt oder eben mit den dazu gelieferten, wo haben wir das, diese kleinen Verschlüsse wieder runterbiegt, sozusagen umwickelt, oder man schneidet sie sich einfach, je leerer das Gewürz wird, runter und dann kommt man auch ganz gut hinein. Aber das hier ist besonders praktisch. Und wie gesagt, eine großzügige Menge. Dadurch kostet es natürlich auch ungefähr doppelt so viel wie die anderen. Aber das ist okay, wenn man ein gutes Gewürz hat, das man sehr gerne mag, dann lohnt sich die Investition und dann braucht man es ja auch recht schnell auf. Wie finden Sie das Gewürz? Könnten Sie es sich vorstellen in Ihrer Küche? An Ihrem Essen? Ja? Okay. Sie können ja später noch einmal eine Endauswahl treffen. Sie müssen ja nicht alle nehmen. Dann schauen wir mal weiter. Dann haben wir noch eine. Schauen wir mal, genau. Dann haben wir nochmal zwei Garam Masala Gewürze von einer auch sehr wundervollen Firma, die auch das Weißblech für sich entdeckt hat. Und zwar ist das beides eben, wie gesagt, Garam Masala. Das eine ist Bio und das andere nicht, aber dennoch sehr, sehr lecker und hochwertig. Und beide sind in ihren... Ach doch, das ist beides. Ah nein, ich sehe gerade, dass ich den Deckel vertauscht habe. Aber das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Wir lassen das jetzt so. Genau, das ist Garam Masala, das Normale sozusagen. Und das ist das Bio. Und hier haben wir unterschiedliche Verteilungen der Inhaltsstoffe und auch teilweise unterschiedliche Inhaltsstoffe. Also bei dem Bio-Gewürz haben wir Kreuzkümmel gerösteten, wir haben Koriander gerösteten, Lorbeer, schwarzen Pfeffer, Kardamom, Nelke, Muskatblüte, Zimt, Cassia, langer Pfeffer,
Chili und schwarzen Senf. Und bei dem anderen Nicht-Bio-Gewürz haben wir Koriander, Kreuzkümmel, Pfeffer, Zimt, Kardamom, Kurkuma, Senfkörner, Muskatnuss, Ingwer, Knoblauch, Nelken, Paprika, Lorbeerblätter und Korianderblätter. Also das ist sozusagen die etwas standardartigere Variante und das ist die etwas speziellere Variante. Und natürlich riechen wir jetzt da nochmal dran. Das lassen wir uns nicht entgehen. Die Deckel haken immer etwas. Jetzt haben wir es. Ich öffne beide, dass wir sofort den Vergleich dann auch anstellen können, inwieweit diese sich unterscheiden. Wow, das sind starke Unterschiede. Also hier bei diesem Nicht-Bio, also bei dieser Standardvariante von Garam Masala, haben wir den Knoblauch sehr hindurchkommend. Und hier haben wir sehr stark Kardamom durchkommend. Das ist Kardamom, das ganz starke. Sie rümpfen die Nase, ist nicht so, yes, okay. Das hatten wir ja vorhin schon, dass sie den Kardamom nicht ganz so mochten. Und das ist die mildere, weichere, harmonischere, ausgewogene Variante, wie ich finde. Das ist schon eher was, ja. Ja, sehr angenehm, finde ich. Hier kommen die Senfkörner sehr gut zum Vorschein und der Knoblauch eben. Natürlich auch das Erdige. Ja, hier haben wir eine ganz harsche Kardamomnote. Und noch irgendetwas, vielleicht Lorbeer. Sehr stark im Geruch. Das ist beides nicht so ihres. Ist okay. Kein Problem, wir gucken ja auch erstmal nur. Und diese Variante ist nochmal ein Currygewürz, das sich Jaipur nennt. Jaipur oder vielleicht auch Jaipur, ich weiß es nicht. Und dieser Curry ist sehr, sehr beliebt bei unseren Kunden. Deswegen ist er auch schon ziemlich gut aufgebraucht. Und zwar haben wir hier enthalten Koriander, Kurkuma, Kreuzkümmel, Boxhornkleesaat, Paprika, Piment, Ingwer, Fenchel, Pfeffer und Cassia-Zimt. Also hier haben wir mal etwas anderes mit dem Piment drin und dem Fenchel. Und Boxhornklee ist auch nicht überall drin. Die Dosen sind sehr hübsch anzusehen, wie ich finde. Klein, aber oho. Klein, aber fein. Dadurch, dass sie so klein sind, kann man sie auch gut auf die Reise mitnehmen. Wenn man jetzt nicht in einem Hotel wohnt, sondern sich selbst sein Essen zubereiten möchte. Und solche Gewürze können eben auch sehr gut helfen, Essen besser zu vertragen. Also bestimmte Gewürze wie Chili oder Ingwer wirken desinfizierend auf den Körper. Sie helfen dann, Keime abzutöten, die vielleicht in einem Land, wo es etwas unhygienischer ist, die helfen dann, dass man das Essen besser verträgt. Wow, das ist sehr intensiv. Ja, das ist toll, ne? Zum Vergleich nochmal das andere Curry von Lebensbaum. Ja, das ist ganz anders.
das immer so ein bisschen zusammen, dass die Luft rausgedrückt wird und die Aromen. Das ist erdiger hier. Das ist wesentlich milder. Also das ist immer noch nach wie vor mein Favorit. Auch ganz, ganz toll. Ah, sie findet das jetzt besser als das andere. Verstehe. Dann legen wir das doch gleich mal beiseite. Und tauschen das wieder aus. Super. Sozusagen Feintuning. Okay. So, und dann haben wir zu guter Letzt etwas, das nicht in die indische Küche unbedingt gehört. Es ist eher ein sehr, sehr beliebtes Gewürz in unserem Laden, das immer wieder als absoluter Klassiker von den Kunden gekauft wird, wo wir kaum hinterherkommen, es nachzubestellen und extra schon unsere Warenmenge aufgestockt haben. Und zwar ist es das hier. Auch mein persönlicher absoluter Favorit für alles, für jedes Essen. Das ist das Pasta-Aroma, auch wieder von der Firma Brecht. Und hier steht drauf Gewürzmischung für Nudelgerichte und auch wieder natürlich ökologisch. Und hier haben wir enthalten Zwiebeln, Knoblauch, Sellerieblatt, weißer Pfeffer, also etwas ganz Edles, Schabziger Klee, Muskatnuss und Muskatnussblüte. Wenn man natürlich kein Fan von Zwiebeln und Knoblauch ist, dann ist das Gewürz natürlich nichts. Aber wenn man es liebt, ist es einfach göttlich. Ja, das riecht gut, ne? Sie mögen also Knoblauch und Zwiebel. Sehr, sehr gut. Früher, als ich noch nicht vegan war, habe ich mir das unheimlich gerne aufs Frühstücksei drauf gestreut. Am liebsten noch Ketchup dazu. Also ein gekochtes Ei. Und das war so toll. Oder auf Toast mit Avocado. Ganz, ganz tolles Gewürz. Man riecht natürlich die Muskatnuss, aber auch sehr die Zwiebel. Also eine ganz besondere Mischung. Das möchten Sie auch unbedingt mitnehmen. Natürlich, ganz klar. Und hier haben wir, wie gesagt, die Nachfüllpäckchen dann dazu, die Papppäckchen. Wenn es alle ist, melden Sie sich bei uns und dann können Sie Ihr Glas immer wieder nachfüllen. Super. Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch eine sehr, sehr schöne Ausbeute. Ja, Sie möchten sich noch ein bisschen umsehen hier bei uns im Laden. Das kann ich gut nachvollziehen. Also wir werden dann später sozusagen, kommen wir dann zum Abpacken und genau. Vielleicht finden Sie noch etwas Schönes, also schauen Sie sich auf jeden Fall um. Und wie gesagt, wenn Sie sich umentscheiden, wir können am Ende nochmal alles durchgehen, dann ist das auch kein Problem, wenn Sie merken, Sie wollen doch keins kaufen oder Sie möchten sich nur für eines entscheiden, ein besonders schönes Gewürz, okay. Dann wünsche ich Ihnen erstmal noch viel Spaß. Sehen Sie sich um und dort hinten haben wir auch noch ein Getränke für unsere Kunden, okay? Dann können Sie da auch sich ein bisschen erfrischen. Und bis später dann. Tschüss.